Großer Trubel herrschte am Samstag am Raiffeisenmarkt in Mansfeld. Zum Sommerfest hatte die Firma traditionell eingeladen. Nach 2 Jahren Pause nutzten viele Gäste die Möglichkeit, das Geschäft mit dem Vergnügen zu verbinden. In diesem Jahr wurde auch das 30. Jubiläum, welches bisher noch nicht gefeiert werden konnte, nachgeholt. Michael Fabian, Geschäftsführer des Raiffeisenmarktes, blickte im Interview kurz auf die vergangene Zeit zurück. Wir können auf jeden Fall zurückblicken auf erfolgreiche Jahre, mit denen das haben wir erreicht durch unsere Kunden. Wir haben in den Jahren unsere Märkte etwas umgebaut. Wir haben teilweise Fusionen durch. Wir haben also uns immer wieder weiterentwickelt und haben natürlich auch auf neue Fragen, neue Situationen reagiert. Bereits 9 Uhr trafen die ersten Besucher ein. Produktvorführungen von Lieferanten zogen immer wieder Interessierte an die Stände, ebenso wie eine Rabattaktion. Wir haben hier regionale Händler, die hier ihre Sortimente anbieten. Wir haben weiterhin unsere Lieferanten da, wo man Rabattjagd machen kann. Man kann also hier entsprechend durch Besuch der Stände Punkte sammeln und kann dann entsprechende Rabatte bekommen. Aber was ganz entscheidend ist, wir haben natürlich auch Programmpunkte, wie zum Beispiel den Kindergarten hier aus Leimbach. Wir haben unter anderem auch die Kliebigtaler Blasmusikanten. Wir haben die Tanzgruppe vom Mansfelder Karneval Club. Wir haben den Mansfelder Turnverein. Aber wir haben auch die Feuerwehr, wir haben Rettungsdienst da. Die Polizei wird wahrscheinlich auch noch kommen. Die Fußballer sind da von Mansfeld. Also ist für jeden etwas da. Schauen und kaufen hieß es also bei den regionalen Händlern. Das Angebot reichte von Obstbränden über handgefertigte Kleinkunst zu Holzprodukten vom Kolpingwerk. Eine Weinverkostung und Honig lockten die Erwachsenen an den Stand. Lampen und Stofftiere die Kinder. Auf den regionalen Märkten immer zu finden, Luther Lienchen, alias Iris Franke, die extra für das Jubiläum etwas angefertigt hatte. Ja, ganz genau. Ich habe mich echt gefreut, dass ich endlich mal in Mansfeld mit dabei sein kann. Ich bin ja nun Mansfelderin und habe jetzt für den Raiffeisenmarkt ein Lienchen, also 2 Lienchen entwickelt. Einmal ein Mädchen und einen Jungen, das sind sie. Und unter anderem auch mit dem Slogan von Raiffeisen, ja. Und als Herzchen auch noch. Und würde mich freuen, wenn es ja auch so gut ankommt wie meine anderen Linchen. Die Familie wird ja immer größer. Angefangen hatte ich ja mit den kleinen Lutherlinchen. Und jetzt beim Spitzkopfmarkt war ich auch mit dabei und habe auch ein Spitzkopfmarkt-Linchen entworfen oder kreiert. Und es macht mir immer noch viel Freude und Spaß, dass ich damit Leute begeistern kann. Für das leibliche Wohl war mit Getränken, gegrilltem und leckerem Eis gesorgt. Jede Menge Attraktionen sorgten für Kurzweil bei Kindern und Eltern. In einem Sandkasten wurde nach kleinen Überraschungen gegraben. Bei der Feuerwehr konnten die Fahrzeuge bestaunt werden und die kleinen Nachwuchskameraden probierten sich im Feuerlöschen. Die Hüpfburg war stets dicht umlagert. Die Mitarbeiter des Raiffeisenmarktes hatten viel auf die Beine gestellt und waren überall im Einsatz. Für den ersten Applaus im Festzelt sorgten die Kinder der Kita Leimbacher Knirpse mit ihrem Programm. Dabei mussten die Knirpse mächtig gegen die Geräuschkulisse ankämpfen. Mit einer kleinen Geldzuwendung und vielen Naschereien bedankte sich Michael Fabian anschließend. Von den Kindern zu den Großeltern ging es fast nahtlos im Zelt. Die Kliebigtaler Blasmusikanten verstanden es mit ihren Klängen, die ältere Generation schnell vor die Bühne zu locken. Und schon beim ersten Lied wurde das Tanzbein geschwungen.
Neben all den Mitmachaktivitäten vor dem Markt lief das Geschäft im Markt natürlich weiter. Blumensträuße waren am Samstag sehr begehrt, die im eigenen Blumenmarkt gefertigt wurden. Auf 30 Jahre kann der Raiffeisenmarkt in Mansfeld zurückblicken. Geschäftsführer Michael Fabian wagte auch den Blick in die Zukunft. Wir wissen alle, dass die Zeiten vielleicht nicht leichter werden, aber nichtsdestotrotz sind wir optimistisch. Wir wollen auch investieren. Wir werden in den nächsten Jahren unsere Tankstellen im Bereich der Waschanlagen, Waschtechnik modernisieren. Wir werden auch in den Märkten etwas tun, sodass die auch attraktiver werden. Und wie gesagt, trotz aller pessimistischen Stimmung, die ja in Deutschland herrscht, wollen wir ein bisschen optimistisch gucken.